Willkommen zu der zweiten Folge der Aterra News. Auch heute, am Tag 2 von Minecraft Aterra, gab es wieder einige Tote. Unter anderem ist PvP Freak, der Teammate von unserem Mörder, gestorben, als er sich ausloggen wollte, da er am Rande eines Lavasees stand. Und durch das Entsneaken, sage ich jetzt mal, ist er in die Lava gefallen. Hier aus der Sicht von Gold Pikachu kann man nochmal genau sehen, als er versucht hat, ihn zu löschen, ist in dem Moment, wo er hochgeschwommen ist, der Block zu Obsidian geworden. Und wie wir alle die tolle Minecraft Engine kennen, ist er zurückgebackt und unter dem Obsidian in der Lava verstorben. Hier einmal, wie gesagt, die Sicht von Gold Pikachu. Okay, jetzt, okay, jetzt. Auslong. Nein! 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 Scheiße! Nein! Des Weiteren ist direkt zu Folgenbeginn Captain Toilet bzw. Black Pixel LP gestorben. Er ist tatsächlich verhungert. Ich hatte ja bereits in Folge 1 gesagt, dass sie ohne Essen in die Höhle gegangen sind. Und Captain Toilet bzw. Black Pixel LP klingt besser, glaube ich, ist gestorben am Hunger. Das Witzige oder eher Ironische daran ist, dass sein Partner kurz darauf haufenweise Essen gefunden hat und selber überlebt hat. Zum Glück kann man da nur sagen. Nee, ich werde sterben. Ich habe noch 2 Herzen. Nein! Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Nee, du stirbst jetzt einen Fallschaden. Nee, es ist hoffnungslos. Ich bin tot. Halbes Herz. Nein. 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 Scheiße. Okay, ich bin allein. Des Weiteren ist Benska Pro gestorben. Dessen Aufnahme und dessen die Aufnahme von seinem Teampartner sind noch nicht da, aber nach eigenen Aussagen ist er wohl durch einen Creeper in die Luft geflogen. Deswegen habe ich hier auch noch keine Aufnahme zum Zeigen. Ja, des Weiteren sind auch noch Lamanto und Sakirus, beziehungsweise also gleich Team Lamarus, ausgeschieden. Sie sind im Kampf gegen Monster gestorben. Lamanto ist zuerst gestorben, da er auch keine Rüstung hatte. Und Sakirus hat sich dann mehr oder weniger auch aus Solidarität umgebracht. Somit ist das Team raus. Fuck, 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 das ist ein Skelett, das ist ein Creeper. Zwei Herzen. Shit. Wo bist du? Hör auf zu sneaken. Hör auf zu sneaken, wenn du sneakst. Ich muss dich ja sehen. Wo ist sie unten? Ich seh dich. Hier. Wo denn? Ich kann nicht sprinten. Hier rein, hier. Das war das Ende von Team Lamarux. Das war so dumm von uns. Oh mein Gott. Ja gut, Leute. Wir sind die Profis. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Projekt ganz lustig wird, aber ja gut. Ne, so viel dazu. Ist halt Aterra. Und du wirst von einem Zombie gekillt sein. Ja gut. Und von gestern habe ich noch einmal durch den Kill von Lino LP und Giftzwerg aus der Sicht von Samrex, denn die von Nexus Plays ist noch nicht oben. Aber von Samrex kann man das auf jeden Fall schon mal sehr gut sehen. Alleine können wir den packen, der ist alleine. Der ist alleine? Nee. Ja, der ist alleine. Nix. Da kommt der kommt! Nein! Wo? Tot! Yes! Anderen! Beide! Ja! Jetzt aber abhauen! Du hast beide bekommen, glaube ich. Hast du beide gekillt, ja. Oder? Ja, ich hab beide bekommen. Der eine hat sich Vollgas auf mich gefokust und ich musste ja, ich weglaufen. Ja, ich hab's gesehen, Alter. Ich dachte schon, du stirbst. Wenn du den jetzt nicht gehittet hättest, ich wäre tot gewesen. Zu den Status-Updates.
Team Flynox hat jetzt auch Diamanten gefunden, und zwar gleich 5 Stück. Das würde dann theoretisch sogar für einen Zaubertisch reichen. Team Pupmarin hat ebenfalls Diamanten gefunden, auch 5 Stück. Team Hexer hat 7 weitere Diamanten gefunden. Und Energy Rock bzw. Husky ist fast gestorben. Er hat gegen eine Hexe gekämpft. Die hat ihn mit einem Poisentrank getroffen, und zwar richtig ins Gesicht, kann man sagen. Und er hatte lediglich noch ein halbes Herz, hat sich dann eingebaut und überlebt. So, Team Rageheit und Pink Schelle sind nun schon Full Iron, und Team Gold Pikachu, sorry, hat ebenfalls Full Iron, aber auch schon komplett enchanted mit Projectile Protection und normaler Protection. Und Team Jaha hat ebenfalls bereits einen Zaubertisch gecraftet. Also da geht das Zaubern langsam aber sicher los. Kämpfe gab es keine, es gab nur Tode. Und das war's mit den Aterra News des zweiten Tages. Bis morgen.